Ja, und leider muss ich noch was vermelden. Ein paar Tote und Verletzte hat es, glaube ich, gerade eben gegeben. Mir echt leid. Oh, kleiner Verkehrsunfall, aber ich bin auch ganz schnell weitergefahren. Das hatte alles keinen Zweck mehr. Konnte keinen mehr retten. Moin, ja, es ist Kar-Samstag, ich bin unterwegs. Ja, der einzig schöne Tag wettertechnisch vom langen Osterwochenende. Gestern an Karfreitag war es hier schon sehr pustig, grau und kalt. Heute der schöne Tag, Ostersonntag, Ostermontag. Ja, da stürzt es schon wieder ab. Pustig, grau, kalt und sogar Schauer möglich. Naja, aber trotzdem, heute kann ich den Tag nutzen. Es ist zwar nicht das, was ich eigentlich für dieses lange Wochenende vielleicht geplant hatte. Ja, vielleicht eine Zwei-Tagestour oder so wollte ich vielleicht machen, aber es ist -2 Grad. Nee, das ist mir doch noch ein bisschen zu kalt. Einige machen das ja trotzdem, aber naja, ich will jetzt nicht gerade unbedingt einen Schnupfen kriegen. Deswegen bin ich nur heute unterwegs, aber dafür werde ich jetzt heute einen Radweg abfahren, zumindest einen Teil davon, was ich schon lange wollte. Ja, ne, denn ich bin hier in der Eider-Treene-Sorgeniederung, einer der größten Flusslandschaften Schleswig-Holsteins, 140.000 Hektar groß, 17.000 davon sind unter Naturschutz. Ja, zum Beispiel auch hier dieses Stück, das ist ein Altarm der Sorge. Aber ich bin jetzt noch nicht auf ihn drauf, denn dieser Radweg, der Eider-Treene-Sorge-Radweg, ist 240 Kilometer lang, ist ein bisschen viel für einen Tag. Ja, deswegen mache ich da 3 Touren raus. Ich bin nämlich in Äfte gestartet, das liegt so ziemlich im Mittelpunkt von dieser Runde, von diesem Radweg. Ja, strategisch günstig, davon werde ich jeweils immer starten. Und heute habe ich die Südostecke ein wenig vor abzufahren. Ja, ich bin aber jetzt nur auf so einem Zuweg. Da werde ich erstmal von Äfte dahin fahren. Wie man sieht, ist es hier auch schon nicht schlecht. Es ist nur, ist jetzt hier ein alter Bahntrassenradweg. Richtig schön, richtig ruhig. Ja, das gefällt mir schon, aber ist nur ein Zuweg von Äfte. Ja, und die ganze Runde heute wird trotzdem 110 Kilometer lang, also nicht gerade wenig. Aber naja, bis jetzt sieht es richtig toll aus. Das hier gehört zwar nicht zu den Radwegen, ist aber richtig schon schön. Hier ist so dieser schöne Altarm der Sorge. Ja, die drei Flüsse, die hier zusammenfließen, ja, und wie man sieht, so langsam, ja, wird es auch grün, der Rasen, die Wiesen hier werden auch ein bisschen kräftiger grünen Farbton. Ja, die Sonne hat auch schon Kraft. Heute Morgen -2, ich schätze mal, jetzt ist es 0 oder 1 Grad schon. Richtig schön, kaum Wind, ein richtig schöner Radltag. Deswegen bin ich unterwegs. Ich will es nutzen durch diese schöne, ja, Naturlandschaft. Ich habe schon einiges gesehen auf der Herfahrt mit dem Auto zu meinem Startpunkt. Ja, ein paar Störche, ein paar Gänse. Da hinten sind ein paar Rehe, werdet ihr jetzt nicht sehen. Ja, ich hoffe auf noch viel mehr, auf schöne Bilder, die es hoffentlich geben wird. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Nach 12 Kilometer Zuweg bin ich jetzt auf den Eider-Treene-Sorge-Radweg gestoßen. Hier ist noch kein richtiges Radwegzeichen, sondern nur Radwegschilder, dass man hier rein soll. Der kommt von dort,
geht da längs Richtung Kleinbenneberg. Da werde ich jetzt gleich auch durchkommen. Ja, und jetzt auf den nächsten 90 Kilometern werde ich dem Weg folgen, bevor ich dann wieder abbiege Richtung Erfte. Aber so richtig kenne ich diese Gegend hier auch gar nicht, denn ich bin hier höchstens mal mit dem Rennrad durchgerast. Also habe ich hier noch nicht so viel mitbekommen immer. Ja, aber auf diesem Zuweg, da sah es schon richtig toll aus. Schöner Weg an der Landstraße, gar nicht so viel befahren. Richtig gut. Und naja, wie man hier sieht, jetzt so ein kleiner Weg hier rein. Boah, da kriegt man noch viel von der Landschaft mit. Das werde ich heute auch genießen. Mal sehen, was da so auf, was auf mich wartet hier. Richtig kennt man das trotzdem nicht, obwohl es immer noch der Kreis ist, in dem man wohnt. Aber der wird auch noch andere Kreise berühren, wie Dithmarschen oder Nordfriesland. Da kommt er auch noch durch. Das ist hier die Ecke, wo die alle aneinander grenzen. Aber ich fand das jetzt schon recht schön. Das war zwar nur der Zuweg, aber hat schon Spaß gebracht. Mal sehen, was jetzt mich so die nächsten 90 Kilometer dann hier erwartet. Nach wenigen Kilometern stehe ich jetzt an ein Naturschutzgebiet, dem Tetenhusener Moor. Ja, sieht jetzt noch ja, ziemlich braun aus, aber man kann hier so ein bisschen die Dimension schon sehen. 203 Hektar groß. Eigentlich noch relativ ruhig hier. Viele Vögel hört man nicht. Die kommen ja erst noch. Aber das sind Dimensionen schon hier. Wow. Ja, und da schon mal so ein Moorloch. Also reingehen auf jeden Fall nicht. Ich glaube, so schön ist das nicht, wenn man da feststeckt. Ja, aber das Wetter ist toll. Aber die Strecke bis hierhin, das waren ja nur jetzt wenige. Ja, die letzten Meter waren jetzt ganz schön hobbelig, aber ich habe ja ein Gravelbike das Gebiet dafür gemacht. Ja, hoffentlich geht es so weiter. Jetzt bin ich gerade durch Tetenhusen gefahren und da habe ich dann auch zum ersten Mal das Wegezeichen gesehen des Radweges. Und boah, ja, schönes Wetter, es ist warm. Hier schwirren schon die ersten Mückenschwärme herum. Ja, die Handschuhe habe ich jetzt auch schon ausgekriegt, die Sonne brennt. Muss mich auch, glaube ich, gleich mal eincremen im Gesicht, sicherheitshalber. Ja, die Sonne steht schon etwas hoch. Und gerade eben habe ich auch gesehen, da war eine Kanu-Einsatzstelle hier an dieser. An diesem Flüsschen, das ist die Sorge, die hier sehr stark mir anhört. Also wenn man hier mit dem Kanu entlang paddelt, hat man auch nicht was vor. Das geht hin und her. Also da kommen auch ein paar Kilometer zusammen. Also ein richtiges schönes Eldorado, auch für Wassersport. Aber ich bin auf dem Rad unterwegs und bis jetzt hat mir der Weg eigentlich doch recht ganz gut gefallen. Nur bin ich dann aber auch auf dem Weg in Richtung Hohn. Thank you.
Nun befinde ich mich hier am Hohner See. Das ist wieder ein Naturschutzgebiet. Ja, der See alleine ist 70 Hektar groß und rundherum gibt es noch Moorflächen, die mit unter Naturschutz stehen. Richtig toll hier. Oh, da kann man sogar in der Hütte ganz ruhig die Vögel beobachten. Ja, ist immer schön, wenn der Mensch auch mal in die Natur geführt wird. Das ist ja doch ein bisschen selten hier in Deutschland. Ja, gerade eben durch Hohn gefahren, an der ausgedienten Transall vorbei, ja, hieß der Militärflugplatz, wo die stationiert sind. Da bin ich auch schon öfters mal vorbeigekommen, auch mit dem Rennrad. Aber hier, das ist ja echt ein tolles Plätzchen. Natürlich auch ein super Plätzchen jetzt, ja, nach guten 30 Kilometern mal eine Pause einzulegen. Richtig herrlich. Ja, die Sonne wärmt schon kräftig, ja, aber auf die Temperatur, auf der Wetter-App steht nur 5 Grad, kann man gar nicht glauben, ja. In der Sonne ist es richtig schön warm. Also perfekt, um jetzt eine schöne Genießerpause zu machen. Ein wunderbares Plätzchen fürs zweite Frühstück. Das tat richtig gut. Richtig schön ruhig hier. Ein Spaziergänger war hier. Also richtig nix los. Herrlich. Ja, ich hoffe, das geht hier alles so weiter. Jetzt erstmal wieder ein bisschen graveln auf diese alten Bahntrasse. Jetzt bin ich richtig im Nirgendwo, nur Felder rundherum, weiter Blick. Ach, richtig herrlich zu fahren. Naja, okay, nicht ganz. Gerade eben hier, da war Betonweg, wie man hier auch sieht. Ja, nach ein paar Jahren ist das nicht mehr so schön. Da ist eigentlich nur Schotter dann doch besser zu fahren. Ja, und leider muss ich noch was vermelden. Ein paar Tote und Verletzte hat es, glaube ich, gerade eben gegeben. Ich bin über eine Ameisenstraße gefahren. Habe ich nicht richtig erkannt. Ja, tut mir echt leid. Oh, kleiner Verkehrsunfall, aber ich bin auch ganz schnell weitergefahren. Das hatte alles keinen Zweck mehr. Konnte keinen mehr retten. Okay, jetzt geht's weiter. Ich glaube, ich bin jetzt sogar schon in der Nähe der Eider. Denn nämlich gleich kommt die Hohner Fähre. Ja, eine kleine Fußgänger- und Radfähre, die führt über die Eider hinüber. Aber oh, okay, da geht's weiter. Das sieht nach Schotter wieder aus. Ein bisschen besser.
Hier ist nur die Hohner Fähre, ja, nichts zu sehen. Ja, die fährt auch nur in den Sommermonaten. Eine Fußgänger- und Radfahrerfähre. Das ist jetzt hier die Eider. Ja, man könnte hier echt abkürzen, denn dort drüben werde ich nachher wieder vorbeifahren. Richtig herrlich. Ja, Boote sind noch nicht viele raus, aber es geht jetzt so langsam los. Ah, die Sonne, na, leider verschwindet sie so ein bisschen hinter Schleierwolken. Das kündigt hier schon mal das Wetter von morgen an, leider. Ja, da hinten, ob da so richtig gutes verbrannt wird, weiß ich jetzt nicht. Richtig schwarzer Qualm, naja. Ja, richtig schönes Plätzchen hier. Da wäre auch ein Café, natürlich ist jetzt noch alles geschlossen. Oh, richtig schön, aber es muss weitergehen. Ich habe gerade erst 40 Kilometer, kurz nach 12. Oh, ich habe noch über 80 noch. Das ist noch ein Ende. Aber bei dem schönen Wetter macht das richtig Spaß. Jetzt ging es über der Eider bei Lexfähre. Dort heißt er wohl so, weil hier war früher wohl meine Fähre ging. Jetzt gibt es da eine Brücke. Ja, eigentlich wieder nichts los heute, aber Topwetter, macht richtig Spaß. Ja, und den Wind merkt man, wie der Weg hin und her geht. Mal nach Norden, mal nach Westen, mal nach Osten, mal nach Süden. Immer hin und her. Ja, zum Glück ist heute der Wind nicht so doll. Macht richtig Spaß, oh, dann wieder solche Orte hier zu entdecken. Was heißt entdecken? Ich glaube, ja, ich war schon mal hier. Ich weiß gar nicht, letztes Jahr, vorletztes Jahr. Bisschen länger her ist es schon, aber immer wieder schön hier. Naja, jetzt geht's, glaube ich, erstmal wieder gegen den Wind Richtung Norden von hier aus. Verdammt, zu spät angemacht. Da sitzen welche, oder sitzt eine, gerade im Hand noch geklappert, als ich gerade um die Ecke kam. Konnte es noch hören. Aber jetzt guckt der Storch kaum noch drüber. Ah. Sauber, Dankeschön. Kleinen Hügel hoch und schon ein bisschen Aussicht.
Jetzt bin ich wieder draußen im Flachen, ja, gerade in Waldelstedt. War auch richtig schön. Kleines schönes Ortchen, wo man eigentlich sonst nie durchkommen würde. Auch hier wieder alles platt auf einmal. An Naturschutzgebiet wieder an so einem Moor vorbei. Oh, richtig schön. Macht richtig Spaß. Auch so eine Straße hier, die man jetzt entlang fährt. Kaum Verkehr, völlig leer. Echt herrlich. So macht es doch Spaß. Aber man merkt diesen Wind heute doch wieder. Aber so hier oben im Norden ist das echt nichts. Zum Glück heute. Aber am Morgen legt er wieder ordentlich los. Schade, schade. Naja, erstmal weiter jetzt. Durch die flache Ebene hier. Jetzt stehe ich hier auf der anderen Seite der Hohner Fähre. Ach, richtig geiles Wetter, ich muss es sagen. So schön habe ich es gar nicht heute erwartet. 11 Grad sind zwar bloß, aber wunderbar. Wunderbares Wetter. Macht richtig Spaß. Oh, ja, da wird sogar noch gesegelt. Da hinten ist noch ein Segelboot hier. Ja, immer noch tote Hose hier überall. Sehr, sehr ruhig. Wunderbar. Ja, jetzt sind es ja keine 40 Kilometer mehr, bis ich wieder in Elfte bin. Ja, da waren es ja auch gerade ja, gute 40 Kilometer, als ich da drüben war. Also kann ich jetzt doch mal wieder eine Pause machen. Das bietet sich hier richtig an. An der Lexfähre, da habe ich mal kurze Getränkepause noch mal eingelegt. Aber jetzt will ich noch mal was essen, ja, um für die letzten 40 ja, nicht schwierigen Kilometer gewappnet zu sein. Schon wieder irgendwo im Nirgendwo, irgendwo mittendrin, man weiß gar nicht wo. Richtig klasse. Hier ist mal so ein Beispiel, jetzt wird hier auch schon wieder alles wieder renaturiert. Da soll wieder ein Moor richtig entstehen. So ein kleiner Deich drumherum, dass da wieder sich ein bisschen Wasser anstaut. Ja, in den letzten Jahren ist viel passiert und wird auch noch in den nächsten Jahren passieren. Zum Guten der Natur, hoffentlich. Ja, oh, ist richtig schön. Macht richtig Spaß. Jetzt habe ich auf einmal wieder Rückenwind, das heißt, ich bin wieder abgebogen und dann
wieder in eine völlig andere Richtung. Man kann ja auch andauernd irgendwo abkürzen, aber nein, ich mache die lange Tour. Es ist ja auch richtig schön heute. Ja, der nächste große Ort, ja, Tellingstedt müsste das sein. Da komme ich bald rein. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt hier ist. Man kann es echt nicht so richtig erkennen. Merkt man nur an der Windrichtung, wo Nordwesten ist. Meine Fresse, ist das hier hobbelig. Ei. Ah, diese Scheißplatten. Nicht gerade angenehm hier. Wer hat bloß diese Platten hier gelegt ins Moor? Ist doch klar, dass sie absacken. Schotter ist doch da viel besser. Ah, da muss man jetzt durch. Schön ist es hier auf jeden Fall. Uiuiui. Wunderbar ist das hier. Ein Moor jagt das hier, das nächste. Ich komme hier kaum aus dem Film raus. Hier in diesen, ja, ich schätze mal, alten Torfstich, das jetzt wieder geflutet ist. Alles voll mit Kröten. Ja, wo ich jetzt hier bin, ist es gerade ruhig. Natürlich. Die werden aber gleich wieder anfangen. Boah, ich komme echt nicht aus dem Film. So wunderbar habe ich es mir gar nicht vorgestellt. Ja, schade, dass es noch nicht so ganz grün ist. Bäume schlagen noch nicht so richtig grün aus, ja, aber trotzdem echt tolle Gegend, ja, echt klasse. Ja, ich habe noch, ja, 27 Kilometer, glaube ich, ob ich die wohl noch heute schaffe, aber echt herrlich, macht richtig Spaß. Jetzt bin ich schon wieder in Tellingstedt durchgefahren. Kleine Extra-Runde um die Kirche. Jetzt bin ich wieder südlich davon. Boah, richtig schön hier trotzdem. Ja, aber hier gibt es so ein paar Höhenmeter. Hier auf diesen 240 Kilometern des gesamten Radwegs sind über 300 Meter Höhenmeter. Ja, nicht viele, aber die meisten, glaube ich, scheinen hier zu sein. Hier geht es doch ordentlich hoch und runter. Knappe 22 Kilometer noch bis 11. Der Eilertrainer-Sorgeweg geht aber nur bis Palen. Da werde ich abzweigen, um wieder nach 11. zu gelangen. Also so lang ist es nicht mehr. Aber schön ist es auch hier. Ja, so langsam wird es ein bisschen grüner.
Die nächsten Wochen hoffentlich bringen was der Natur. Das wird noch schöner werden, hoffentlich. Aber heute ist auch gut. So kann man noch durch alle Hecken gucken und ein paar Aussichten sogar genießen hier. Ich glaube, ich bin nicht mehr so auf dem richtigen Weg. Ich bin zwar noch auf diesem Track, aber keine Schilder mehr. Ich glaube, es geht gar nicht so richtig südlich von Tellingstedt. Obwohl ich gerade noch mal ein gutes grünes Schild noch mal gesehen habe mit dem alten Trinisorge-Radweg, aber hier ist gar nichts mehr. Ich habe den Track eigentlich runtergeladen von der offiziellen Seite. Naja, egal, schön ist es hier trotzdem. Ja, aber anstrengend. Boah, das ging ganz schön hoch. Gravel-Paradies, würde ich sagen. Die kleinen Wege hier. Sehr, sehr schön hier. Man hört die Bundesstraße zwar, aber trotzdem Natur pur. Weiterhin. Muss weitergehen. Noch 20 Kilometer. Durch Tellingstedt bin ich wieder durch. Ja, hier hat sich die Landschaft wieder etwas geändert. Ja, da sind sie am Werkeln. Wahrscheinlich die Wassergräben wieder ein bisschen aufmachen hier. Ein bisschen Landschaftspflege. Ja, das südliche Teil von Tellingstedt, glaube ich, den haben sie inzwischen irgendwie rausgenommen aus dem Programm. Da waren noch mal ein paar Schilder, dann waren sie wieder weg. Ich schätze mal, Tellingstedt soll man da gar nicht mehr südlich fahren, sondern leicht durch und wieder hier weiter auf dieser Strecke. Ja, egal, war auch ein schönes Stück. Jetzt nur noch knappe 14 Kilometer bis 11. Dann ist die Runde schon wieder rum. Was heißt schon? 16:30 schon wieder. 8:20 Uhr bin ich losgefahren. Ein langer Tag, ein schöner Tag. Leider na, irgendwie schon wieder bald vorbei. Aber noch habe ich ja ein Stück. Thank you.
In Palen angekommen. Jetzt wollte ich an den Hafen fahren und da die Absage machen, aber da war doch ein paar mehr Personen. Ja, das war ein bisschen zu viel los. Das ist ja klar bei dem Wetter jetzt April, da kommen die Boote ins Wasser. Aber dann bin ich jetzt hier kurz noch mal rüber gefahren auf die andere Seite, um ein ruhiges Plätzchen zu finden, so wie hier an diesem Weg. Der gehört nicht mehr zum Eider-Trine-Sorge-Weg. Der geht nachher auf der anderen Seite wieder weiter Richtung, ja, Nord-Nordwest. Ja, den werde ich dann irgendwann mal weiterfolgen. Ich werde jetzt links fahren Richtung Elfte, 4 Kilometer nur noch. Ja, aber war ein richtig schöner Tag, richtig schöner Weg. Also, ich bin begeistert gewesen. Ich habe gar nicht so viel erwartet, weil man denkt immer, ja, flaches Land, das ist doch immer gleich. Aber viele verschiedene Moorgebiete hier anders durchgeführt. Die Wegführung war ein bisschen anders, mal frei dazwischendurch. Ja, zum Schluss ging es doch nochmal hoch und runter in Tellingstedt. Ja, die Schleife, glaube ich, gehört nicht mehr dazu, die ich heute gefahren habe. Aber hat trotzdem viel Spaß gebracht da in dem Wald. Oh, mit Gravel, das war so eine kleine extra Gravel-Runde. War echt gut, aber ich glaube, das gehört nicht mehr offiziell dazu, weil da die Beschilderung war mal da, dann war sie wieder weg. Ja, ganz abgebaut haben sie anscheinend noch nicht, aber naja, Wegbeschaffenheit. Ja, wenn das sowas war wie hier, Schotter, war es richtig gut. Betonplatten waren natürlich sehr schlecht zwischendurch, weil ist ja klar, nasses Gebiet, Moorgebiet, wie kann man da Betonplatten legen? Ist ja klar, dass sie absacken und alles. Das schottert auch besser. Nicht viele Straßen und wenn, waren die echt wenig befahren. Richtig toll. Ja, viele Störche und so habe ich noch nicht gesehen. Naja, es ist noch Anfang April. Aber die richtigen Storchendörfer, ja, da komme ich ja noch durch. Bei der nächsten Runde gibt es vielleicht mehr zu sehen davon. Aber ich muss sagen, ich bin echt begeistert von diesem Weg. Ich hatte echt nicht so viel erwartet, aber landschaftlich, muss ich sagen, richtig klasse. Ja, obwohl, ja, das ist hier fast noch der Kreis, in dem ich wohne. Das kennt man alles gar nicht. Ich bin hier schon mal öfters mit dem Rennrad durchgerast, aber ja, nicht solche kleinen Wege kommt man natürlich durch. Also muss sagen, hat mir sehr gut gefallen. War auch anstrengend, weil jetzt sind es schon 110 Kilometer auf dem Tacho. Hier habe ich noch, ja, waren ungefähr 95 Kilometer auf diesem tollen Radweg. Ich hoffe, die nächsten Kilometer auf diesem Radweg kommen bald. Ja, leider ist die nächsten Tage ja schlechtes Wetter, vielleicht nächstes Wochenende oder noch ein, zwei Wochen später. Muss ich sehen. Ja, gegen Wind kämpfen, ja, hat keinen Zweck. Hier ist doch ziemlich viel freie Fläche. Ja, so wie morgen legt er schon richtig los. Ja, ich bin froh, wenigstens einen Tag gefahren zu sein. Also gegen diesen Wind kämpfen, das hat, glaube ich, hier keinen Zweck. Das muss man sich echt überlegen. Aber dieses Wetter heute war richtig perfekt. Waren zwar nur 10, 11 Grad, aber richtig toll. Ach, Mann, hat mir richtig Spaß gebracht. Ich hoffe euch auch. Habt gute Bilder gemacht heute, denn wenn ich auf die GoPro gucke, 2 Stunden Videomaterial sind zusammengekommen. Ja, toll, wenn ihr noch dabei seid. Ja, und wie geht's weiter? Ja, ich habe ja noch die in 2 weiteren Runden eingeteilt. Mal sehen, wann ich das machen kann. Eine Westroute und eine nördliche Route. Wie gesagt, immer von Elfte aus. Das ist richtig ein toller, ja, zentraler Punkt. Muss ich sehen, wie ich denn als nächstes mache. Ja, also, ja, muss ich sagen, klasse Tag, der jetzt zu Ende geht. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, der Ton hat auch geklappt, denn ich habe heute mal ein Lavalier-Mikrofon ausprobiert und nicht das große Rode-Richtmikrofon oben drauf. Das ist da doch immer ziemlich klobig. Ich habe mich extra verteilt. Ja, die Funkstrecke von Rode wollte ich jetzt noch nicht nehmen, die die meisten ja schon haben. Vielleicht langt das ja auch schon. Hat mir eigentlich heute gar nicht so schlecht gefallen. Ich hoffe, es hat gepasst mit dem Ton, aber die Bilder, glaube ich, sind was geworden. Also, ja, ich muss aufhören. Ich sabbel schon viel zu lange. Also, denn bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin, moin. Ja, und wenn das noch Ostern rauskommt, dann noch frohe Rest Ostern. Eine schöne neue Woche sonst und ein schönes nächstes Woch. Ruhiges, vielleicht mit schönem Wetter Wochenende, um mal wieder rauszukommen, werde ich sehen. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.